Also ich finde das immer noch sehr windig. Ja. Und doch hat er gerade noch. Ah. Wissen wir, ob der Arm wirklich dort war? Können alle Zeugen die Lage des Arms zu dieser Zeit Boah, ist bestätigen? das gemein. Wir haben schon viele Male gehört, was sie zu sagen haben, und immer war es falsch. Sie waren sich alle einig, dass der Stab zu Boden fiel, nachdem das Opfer von nach vorne gekippt war. Einspruch. Oh ja, Randall. Aber dennoch hat niemand gesehen, dass der Stab zu Boden fiel. Sind Sie sich da sicher? Zeugen. Nicht, dass ich wüsste. Ich sehe das, was du für Sounds auswählst, deswegen, wenn ich schon sowas. Wenn ich schon Ich wähle die aber nicht aus so einem bestimmten Grund aus, sondern ich eine. denke, mal warten, bis man ihn wieder anbringen kann. Und dann komme ich Weil die auf die Idee, spontan wir könnten ihn rauszusuchen. Ja, ja. aber die spontan rauszusuchen in irgendeiner Situation, das dauert viel zu lange. Da ist der Witz schon dreimal um alle Berge. Ja. Und dann sitze ich die ganze Zeit nur hier und sag. So ein Siehst du, das ist das, was ich meine. Es dauert einfach zu lang. Oh. Es tut mir sehr Hab leid für Mitleid mit dich. mir. Ja. Oh. Okay, Great. Aber Now let's get back to the game. Now let's get back to the game. Gleiche Idee. Hattest du den Ach schon ja, ich wollte. vorgelesen? Nein, ich wollte nur gerade sagen, ich freue mich immer, wenn wir die gleichen Ideen haben. So, Zeugen, erinnert euch ein weiteres Mal an den unglückseligen Vorfall. Fiel die goldene Statue zuerst um? Oder fiel der Stab schon vorher zu Boden? Gar nichts. Nichts von beiden. Geht in euch und erzählt dem Gericht, was ihr sagt und hörtet. Alles hängt von euren Aussagen ab. Mögen eure Worte uns zur Wahrheit leiten und mögen sie das Schicksal dieser im Käfig entscheiden. Boah, sie haben ja viele Worte. Oh, Moment, die sind gerade in den Rotmodus gegangen. In den Rotmodus? Ja, Rotmodus. Red Wieso? Mode, keine Ahnung. Pokémon, Gold, Silber, Kristall. Was war da der Red Mode? Nein, also damit ist nur gemeint, Rot ist doch der Champion gewesen. Der Super Ach Mega so, Champion. ja. Jetzt verstehe ich es auch, ja. Weil der nichts sagt. Gut, wir haben die Zeugen gehört. Ja. Aussagen sind aufgenommen und protokolliert. Weiter geht's. Das war alles Morse. Kurz, 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 kurz. Was heißt das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ja. Ah! Siehst du? Wir hatten schon wieder beide die gleiche Idee. Das Gericht war schon bereit, ein Urteil zu fällen, aber es scheint, als gäbe es noch offene Fragen, die Antworten bedürfen. Sagt noch einmal aus, werte Zeugen. Erzählt uns von der goldenen Statue und der Thalia Magica. Oh. Ich habe nur auf den Professor geschaut, deshalb komme ich ansonsten, habe ich ansonsten nicht viel mitbekommen. Keine Ahnung, ich war als Letzter da und das Teil hat geglitzert und gefunkelt. Sonst habe ich nicht viel gesehen. Der Hexe starb, ein Augenblick, ein güldenes Grab, welch finsterer Trick. Oh Gott. Oh je, Mene, jetzt erinnere ich mich, wie offensichtlich nun alles scheint. Der Stab fiel natürlich vor der Statue zu Boden. Die denkt sich das doch bloß. Hey, Das macht doch Sekunde gar keinen bitte. Sinn. Sie muss ihn doch erst verzaubert haben. Ja. Hey, Sekunde bitte. Was ihr da jetzt von euch gebt, unterscheidet sich in allen wesentlichen Punkten von euren vorherigen Aussagen. Herr Blaurock. Juhu!
Ja, versteht nun auch so langsam das Dilemma mit der Magie, wie ich sehe. Moment. Hey, listen! Hättest du ja auch nehmen können. Gibt's auch noch. Stimmt. Ja. Das ist so weit oben in der Liste, da muss ich mal hochscrollen, deswegen konzentriere ich mich auf die untere Hälfte. Es wäre nett, wenn du fürs nächste Mal Juhu einfach ganz nach unten packen könntest. Ja, okay, kriegen wir hin. Nur für dich. Oder ich räume mal ein bisschen auf und dann haben wir... Okay. Dann hören wir zum letzten Mal... Das Internet. Nein, das lassen wir drin. Juhu! Was könnte ich denn rausnehmen? Die Tintenmonster. Wadenkrämpfe und Verspannungen durch Magnesiummangel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Juhu! Oh, warte. Schau mal, was es oben noch so gibt. Köstritzer Schwarzbier. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Okay. Hast du den schon vorgelesen? Ja. Great. Now let's get back to the game. Machen wir. Also ja? Ja. Ja. In der Tat. Dies ist der Einfluss, der... Was? Nein, du hast den vorgelesen und ich wollte dazu noch in der Tat. Also. Dies ist der Einfluss der Magie und der Effekt, den jene schwarze Kunst auf die anderen Armen, auf die armen Seelen der Zeugen. Auf die seligen Arme der Zeugen. Also und der nicht. Opfer. Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Die Zeugen lügen nicht. Doch es ist kein leichtes Unterfangen, sich der Wahrheit zu entsinnen. Was für eine praktische Ausrede. Sobald jemand Magie auch nur erwähnt, ist der gesunde Menschenverstand der Leute hier wie weggezaubert. Magie, blub. Juhu! Ach, Mann. Seit unsere Vorfahren erstmals von den Quellen der Weisheit tranken und die Gabe der Vernunft erlangten. Die Quellen der Weisheit, was da wohl drin war. Köstritzer Schwarzbier. Juhu! Das Juhu, das passt auch sehr schön dahinter. Ist die Hexerei das einzige Fach, das selbst den Intelligentesten unter uns verschlossen geblieben ist? Und mir. Und sämtliche Naturwissenschaften ebenfalls. Und dennoch ist es unsere Pflicht, gegen die schändliche Magie vorzugehen und das Urteil über Hexen zu sprechen. So kämpfen wir nun hier mit den Waffen der Weisen. Mit Worten? Wir werden die Hexe mit unseren Worten richten. Wir werden die Richter... Wir werden die Richter mit unseren... Vitality. Also ich habe das schon anders gesehen, womit die Hexen richten. Oh, oh Mann. Nicht, dass ich wüsste. Ihr Jonathan Frakes. Oh Mann. So. Ja. Und möge die Verteidigung mit dem Verhör beginnen, auf das sich die Wahrheit offenbare. Und das bitte ohne Zutun. Oh. Okay. Er hat nur auf den Professor geschaut, ja. Okay. Ja, er steht wohl sehr auf den Professor, deswegen guckt er nur auf ihn. Okay, also ich würde sagen... Habt ihr ein Problem mit nackten Hintern? Natürlich nicht. Oh nee, Moment. Frag doch einfach nochmal. Habt ihr ein Problem mit nackten Hintern? Frag doch einfach nochmal. Habt ihr ein Problem mit nackten Hintern? In der Tat. Ich habe jetzt mit was anderem gerechnet. Was? Nein, wirklich nicht. Das wäre auch gut. Nein, wirklich also einen will ich jetzt. Einen will ich jetzt einfach nochmal hören. Einfach weil. Darf ich? Mhm.
Ich lasse ihn die, ich lasse ihn diesen Sound abspielen. Ja. Okay, das Teil hat geglitzert und gefunkelt. Ach immer, dieses Teil. Ja, kann man den überhaupt mal angreifen? Bringt das was? Mach halt mal. Ich höre dich so gerne, wenn du schwul bist. Danke. Also immer. könntet ihr euer Lied vielleicht in allgemein verständliche Sprache übersetzen? Nun gut, nur für euch werde ich ganz prosaisch sein, werter Ritter der Gerechtigkeit. Oh. Zumindest hätten wir da ein wunderschöner Reim mit. Findet ihr nicht? Aber irgendjemanden hat's doch gerade. Na wieso? Hey, ach so, ja, ich weiß natürlich, was du jetzt denkst, was ich besser auf Stab reimen würde. Na hoppala. Tatsächlich können wir mal jemand anderen befragen, während er was sagt. Aber wieso? Nee, aber. Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ja. Wollten sie dem nicht zu viel Screentime lassen, der ist einfach zu. Du darfst es nicht einfach stoppen! Arsch! Okay, Entschuldigung, nochmal. Ich fand einfach, er ist zu. Köstritzer Schwarzbier. Entschuldigung. Alter. Na okay, jetzt darfst du. Jetzt darfst du, ich nehme die Hände hoch. Ich tu nichts mehr. Ah, ich finde, der Typ ist wie du ein bisschen. Gay. Okay. Fragen wir jetzt aber trotzdem mal Viridian. Viridian. Vidiana. Ich meine, wenn wir zwei Leute befragen dürfen, dann gilt ja auch. Haha! The fun has been doubled! Yay! Juhu! Juhu passt einfach immer. Ja. Und da freuen wir uns drüber, dass es immer passt. Juhu! Herr Vidian, ihr scheint ja eingeschränkt über etwas nachzudenken. Denn ihr seid geistig eingeschränkt. Boah, da habt ihr mich ja auf dem falschen Fuß erwischt. Aua! Hoppla! 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 Hoppla, hoppla! Hat etwas in Herrn Paparottis Aussage etwa eure Aufmerksamkeit erweckt? Ja. Moment. Möchtest du es abspielen, was du gerade ausgewählt hast? Was? Ja, gleich, wenn du den Satz zu Ende gesprochen hast. Okay, nein, und zwar, ich weiß gar nicht jetzt, welcher Sound war denn das jetzt nochmal überhaupt? Ach so, nein, was ihn gestört hat an der Aussage, er klang so gay. Möchtest du es jetzt abspielen? Nein? Okay. Nö. Nö, nicht direkt. Ich dachte nur. Ja, das ist richtig. Günther. Ja, nö, nicht direkt. Ich dachte nur. So, jetzt wollte ich es nochmal wenigstens so sagen. Darf ich kurz was probieren? Ja, du darfst. Ja, das ist richtig. Günther. Und jetzt? Perfekt. Was denn? Ich kann das anders machen. Du kannst wie? Ich kann mit der Tastatur hoch und runter und mit Enter abspielen. Das ist viel einfacher. Ha. Dann als mach das mit der blöden Maus da raus zu friemeln immer und unten auf Play zu drücken. Na, wenn du meinst, bei so vielen Sounds. Hm. Ja. Also. So, weiter mit dem Text hier. Naja, dieses Lied hat etwas in mir berührt. Ich kann es in meinem fühlen. Denn er singt so gern über. Oh Mann. Es geht doch nicht. Ah. Okay.
Ich weiß zu schätzen, dass ihr meine Kunst zu schätzen wisst. Warte, ich möchte euch etwas fragen. Wollt ihr mich...